Das war mein Übergang, Freunde der Sonne. Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Bloody Rain am Start und der Joe Ace mit am Start. Ich hoffe, der Joe Ace kann mich hören. Ich denke mal, das sollte passen. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Wie geht's dir? Guten Abend. Let's rock. Ich freue mich. Bin gespannt wie ein Fidget-Fan. Wird super. Volle Hütte. Was will man mehr? Ich bin richtig heiß drauf. Du hoffentlich auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein neuer Tag, ein neues Glück, habe ich mir sagen lassen oder dergleichen. Insofern auch einen wunderschönen guten Abend da draußen an die Zuschauer hier. Playstube gerade gejoint, Markus mit am Start, sehr geil. So, volle Lobby, wir haben es gestern Abend schon prognostiziert. Die Jungs sind da ganz fleißig schon sich am Warmfahren. Ich hoffe natürlich auch, oder wir hoffen natürlich auch, dass es euch da draußen gut geht, hier den Zuschauern. Insofern, ich habe noch ganz... Oh, da ist noch mal Pascal Kau, danke für deinen Follower. Ich werde das mal ganz kurz einblenden hier. Sehr geiles Thema. Und dann haben wir natürlich noch den Follower vom Pascu hier. Ich habe gestern das doch jemandem versprochen, dass du ihn heute quasi nachreichen wirst. Ganz genau, das habe ich eben gerade gemacht. Das war Reach DNB. Perfekt. Plus, was habe ich noch vergessen? Den da habe ich vergessen. Bilbo, genau. Danke dir für deinen Sub nochmal im Nachgang. Gestern Abend da rausgedrückt hier das Thema. Richtig genial. So, wo sind wir? Wir sind da, wo wir ja jeden vermaledeiten Abend diese Woche bisher waren. Gruppe 4, Jaguar F-Type. Wieder einmal am Donnerstagabend hier unterwegs auf Saint-Croix auf B. Auf der B-Variante dieser Strecke. Und ja, der Jochen hat es eben schon erwähnt. Heiß wie Frittenfett. Maxi Cento, guten Abend. Und wir werden auf jeden Fall, wir sind beide extrem gespannt, was jetzt heute Abend passieren wird. Ihr habt vielleicht im Vorspann schon die ganzen Teilnehmer gesehen, die Teams, die heute Abend an den Start gehen, die sich hier battlen möchten, müssen, sollen, wie auch immer. Auf jeden Fall hier voller Elan mit dabei sein werden bei dem Thema. So, machen wir die Facecam mal an hier. Passt? Ja, wunderbar. Also, Bloody Rain heute mal wieder mit Kappe. Mit Käppi am Start. Aber auch das ein altgewohntes Thema, was ihr mit Sicherheit so von mir kennt. Richtig toppi hier. Ich muss nur ganz kurz nochmal hier das so einmal kurz resetten. Dann ist nämlich der Zähler wieder richtig. Jawohl. So, lasst uns mal kurz nachschauen. Ich glaube, ja, ein paar Fahrer sind noch draußen. Wir sitzen dann auch gemütlich in der Lobby drin. Noch haben wir ein paar Minuten Zeit. Wir haben 20.36 Uhr laut meiner Uhr aktuell. Sprich, um 20.45 Uhr geht's ins Quali rüber. Und dann startet 15 Minuten Quali-Session hier auf Saint-Croix. Tommy Kieler, guten Abend. Cool, dass du mit dabei bist. Oh, ist das klein. Vor allem ist das ratzehell. Wartet mal. Oh, der Heiligenschein des Heiligen Bloodies. Ja, ja, so ungefähr. Im Blade geht ein Licht auf. Ganz genau, ganz genau. Und dann müssen wir uns unterhalten über interaktive Beleuchtung, ne? Ja, absolut. Blade hat eine Sonne aufgehen bei sich zu Hause. So ungefähr. Lass uns doch gerade mal hier durchschauen. Der Chris haben wir aktuell im Bild hier. Fahrerkollege vom GTT Fastlane Boys Team. Jawohl. Markus mit am Start. Markus gehört zu dem Team Peacekeeper. Peacekeeper, ja genau. Peacekeeper wäre auch ein ziemlich treffender Name. Vor allen Dingen am heutigen Abend hier bei den ganzen Teams, die da am Start sind. Also Peacekeeper, der Markus hier die Teamzugehörigkeit. Dann haben wir GTRP Pfotentier. Das ist einer der Fahrer hier von den GTT Schneggen. Genauso hier Golfmaus ist eine Teamkollegin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Das ist die Teamkollegin vom Pfotentier, jawohl. Ich wusste mal den Namen, aber mein Namensgedächtnis ist leider so bescheiden. Das hast du gesagt. Nein, das ist absolut, ja.
Bitte, der Basco hat wieder fast einen Farbton getroffen von unseren Blumen da draußen. Ganz, ganz genau, weil du gerade beim Pidi Pasco bist. Pidi Pasco gehört zum Team ABC Master Pink hier am heutigen Abend. Sehr geiles Thema. Nixig mit am Start. Ich drücke ständig auf die falsche Tastatur, ist ja unglaublich. Nixig mit am Start. Nixig gehört zum Team GRT. Das dürfte Gruftmolch Racing Team sein, ganz genau. Jetzt hat der Chris hier nochmal nachgelegt im Hintergrund. Neue Zeit gesetzt mit der 219,311. Dann gehen wir rüber zum Thomas. Zum Thomas will ich, da will ich hin. Thomas, Thomas fährt für das Team Peacekeeper, der Teamkollege da von Markus. Cooles Thema. So, und der Rest vom Fest sitzt weitestgehend noch in der Box. Hachipu hier mit am Start. Hachipu gehört zu Fastlane Boys. Teamkollege da vom Chris. Sehr geil. Aber guck mal hier, Dirty Old Kevin. Das ist das Team hier rund um DOB. Also sprich Dirty Old Bastards. Sehr geil. Wer ist der Teamkollege? Ist Cortez? Habe ich Cortez mitgesehen? Genau, da ist Cortez mit am Start. Sehr geil. Also, Dirty Old Kevin und Cortez sind da zusammen am Start hier für das Team DOB am heutigen Abend. Dann haben wir noch den Aston Martin am Start. Jawohl, Teamkollege da von Pascu. Hier PD Pascu, ABC Master Pink, wie gesagt. Deswegen auch diese deutliche Lackierung. Dieser schöne lilane Akzent in der Form. Was heißt lila? Pink. Bloody. Farbenblind sind wir noch nicht. Aber wer weiß, wie lange es noch dauert. Genau. Ja, mit der Monitoreinstellung, die du im Hintergrund hast, glaube ich, dass du bald farbenblind sein wirst. Ja. Aber du könntest dann noch eine Sonnenbrille aufsetzen. Mindestens. Also wir kriegen gerade die Info, ich sehe es gerade. Tommy, danke für die Info. Eigentlich GTT Tommy, also Tommy Kieler ist hier GTT Tommy. Elke, ja! Ganz genau, Tommy, richtig. Tommy, danke. Golfmaus ist die Elke. Vollkommen richtig. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten knapp. Bis zum Quali-Start hier. Ist denn die Lobby schon komplett? Würdest du mal kurz nachschauen, bitte? Natürlich, bin ich schon dabei. Perfekt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Jungs hier aktuell noch warten. Zwei Fahrer fehlen noch. Nixig, guten Abend. Zwei Fahrer fehlen noch. Jupp. 12 Fahrer sind da, 11 sind am Fahren. Ja, okay. Ich werde mal durchgehen, werden wir die Liste hernehmen und schauen, wer uns fehlt. Der Karl-Heinz, der Gruftmolch selber, glaube ich, fehlt noch. Schnecken sind komplett. Hier, guck mal, BP bei Drag. Die fehlen. Eisheiliger Shadow Storm bzw. Joker Brilla. Ja, genau. Und Gruftmolch. Nee, warte mal. Wo ist denn hier... Wer sitzt denn draußen noch? Gruftmolch ist da. Okay, alles klar. Okay, den sehe ich nicht. Ja, wunderbar. Nee, dann passt. Dann fehlt uns nur das eine Team noch. Also Shadow Storm und Eisheiliger bzw. Joker Brella. Zwei von diesen drei besagten Fahrerkollegen, bitte der Lobby beitreten. Ihr habt nur noch 3 Minuten Zeit. Dann ist das Thema hier am Laufen und am Rennen. Ja, ich finde es einfach super, dass die Leute im Chat so mitarbeiten. Kompliment an die Jungs und Mädels da draußen. Das ist immer eine Wonne. Wenn uns was nicht einfällt, ihr seid immer am Start und helft uns tatkräftig aus. Ich kann jetzt höchstens noch mal kurz nachschauen. Genau, Black Panthers, das ist das Team, das wir vermissen, beziehungsweise die Fahrer von denen. Ich schaue noch mal nach, ob sie vielleicht eine Freundesanfrage geschickt haben in der Zwischenzeit. Nö. Oh, Pidi Pasco hier mit der 218,819 hier aktuell im Hintergrund. Also da ist die erste 19er Zeit gefallen. Und das im freien Training. Kann man machen. Ja, gestern waren wir in derselben Situation, da haben wir auch quasi gehabt 2.18.8 irgendwas. Und da war die Frage, kann der Fahrer dann die 2.17 umsetzen? Wir werden sehen, ob
der Tasco so viel Pfeffer unterm Arsch hat, dass er die 17 auch noch knackt. Und vor allen Dingen hatten wir dann immer das Thema im letzten Sektor, ne? Dieser verdammte letzte Sektor. Ja, Menschmeier, jedes Mal. Vermaledeite letzte Sektor. Ja, ganz genau, ja. Ich habe heute den ganzen Tag in der Arbeit Formalität geübt. Ehrlich? Ja, ja. Aber natürlich. Du hast du nicht mitgenommen, oder? Nein, das kann ich nicht lesen. Ah, okay. Das ist mir zu komplex. Genau. Super. Ja, ist doch schon wieder eine super geniale Thematik hier. Perfekt. Ich habe jetzt gerade die Meldung bekommen im Hintergrund, dass die Uploads nach YouTube funktioniert haben. Auch nicht schlecht. Also live gibt's mich, oder gibt's uns, den Joace auf YouTube zu sehen, mich auf Twitch hier, was die Kanalzugehörigkeit betrifft. Aber generell habt ihr bei Bloody Rain die Möglichkeit, im Nachgang natürlich auch die Videos dann bei diesen Spezialevents oder bei größeren Rennveranstaltungen, also hier, was weiß ich, beispielsweise die NSL oder etc., dann werden natürlich auch von meiner Seite aus diese Videos von Twitch direkt im Nachgang auf YouTube rübergeladen. Gabellino, danke dir für deinen Follower, Digga. Und dann habt ihr natürlich auch da drüber die Möglichkeit, da im Nachgang über YouTube das Ganze nochmal zu schauen, wenn ihr wollt. Mache ich mit unterdessen aus dem Grund, dass einige Zuschauer, einige Kollegen da ganz gerne hier das Thema auf dem Fernseher schauen. Und wie wir alle wissen, ist seit einigen Monaten leider Gottes diese Twitch-App für die Android-Geräte bzw. die Smart-TVs, wie es so schön heißt, nicht mehr verfügbar, nicht mehr möglich. So, wir haben 2045, Jochen, du kannst das Quali starten. Let's go. Wenn jetzt Black Panthers da fehlt, dann haben wir womöglich eine Meldung nicht mitbekommen, beziehungsweise verschlafen die Jungs das Thema gerade am heutigen Abend. Ja. Ich schreibe mal kurz rein für dich. Achtung, Quali-Star. Haha, nee, mach ich nicht. Mach ich schon, ist schon draußen. Also, feuerfrei, Quali-Start, perfekt, wunderbar. Thomas ist der Erste, der hier rausrollt. In Anführungszeichen rollen, die sind gleich mal ordentlich hier. Da wird sofort der rechte Fuß fallen gelassen hier, egal, vollkommen feuerfrei. Nach mir die Sintflut nach dem Motto. Also Thomas mit am Start, Aston Martin, Teamkollege da, ABC Master Pink, Hachipu. Ja. Der Aston Martin ist natürlich ein armer Hund, wenn er einen Jaguar fahren muss. Nö, dem ist es egal. Der Aston Martin ist einfach nur die Namensgebung hier. Die Prämisse, aber du weißt auch mit Sicherheit, Aston Martin ist ja auch ein Begriff als Name. Der Kerle ist sackend schnell. Wenn es sein muss. Wie schnell ist Sacken schnell? Sacken schnell ist sowas wie Seidel oder Holwe. Im ersten Moment nicht definierbar, außer du setzt das Limit. Ja, dann schieße mal so einen Bereich, wo du ihn erwartest. 16, 17, 15. Den ersten Martin sehe ich im 17er Bereich, definitiv. Okay. Na, dann werde ich mir das gleich mal notieren. Ob er im Quali die 17 schafft, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Tendenziell Möglichkeit besteht natürlich, die Jungs hier im Rahmen der 15 Minuten, das ist nicht allzu viel Zeit, um jetzt hier final sollte funktionieren. Also einmal komplett leer fahren, Satz neue Reifen drauf spaxen oder annähernd fast leer fahren, hier den Tankinhalt vom Jaguar ist mit Sicherheit möglich. Aber trotzdem, ich nagel mich nicht fest, ich gehe davon aus, er ist in der Lage, die 17er Zeit zu fahren, hier der Aston Martin definitiv. Ob wir es im Quali sehen, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber im Rennen wird es auf jeden Fall zu sehen sein. Da bin ich mir zu 99,9% sicher. Genauso Nixik hier. Wenn der einen guten Tag hat, dann kann der auch einiges reißen hier, der Nixik. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Einstellungen kontrolliert. Hast du nochmal drüber geguckt? Hat das alles gepasst?
Weil bei mir war es gestern so, dass der die Leistungssettings, dass der die verschmissen hat, die musste ich von Hand nochmal nach eingeben. Nein, ich habe die alle gespeichert und nochmal überprüft. Sollte okay, stimmen. Aber sicherheitshalber schaue ich doch. Jetzt machst du mir gerade ein bisschen unsicher. Ja, einfach nur nochmal kurz einen Blick riskieren. Die Elke hier zieht gerade den Teamkollegen, Pfotentier. Ja, alles gut. Wunderbar. So, jetzt sind wir in der erstgezeiteten Runde. Guck mal hier, Aston Martin knallt da vorbei am Thomas. Jawohl. Ja. Gleich mal der Platz hier, Revier markiert. Hat er gut gemacht. Thomas auch gut mitgespielt. Hat er die Tür offen gelassen, hat hier Aston Martin gesehen. Feines Manöver. So, Facecam mal ganz kurz ausmachen hier. Freunde der Sonne, hier müssen wir nicht beim Smoken zusehen. Zieht schon wieder nicht durch, der Platte. Das ist ein Wahnsinn. Dann kann er zwei Minuten vergangen und dann muss schon wieder ein Rauch da. Aber der Thomas macht es nicht blöd. Die beiden ziehen es jetzt gegenseitig. Ist jetzt die Frage, ob das wirklich dann so schlau ist, ob es was bringt für beide oder ob es das eigentlich eher beide langsamer macht. Jetzt funkt es ein bisschen bei Martin. Mache ich mir keinen Kopf, ehrlich gesagt, weil die Tanks noch so weit viel zu viel Inhalt haben als solches. Als dass die ersten zwei, drei Runden, vielleicht sogar zwei, drei gezeitete Runden hier im ersten Moment überhaupt keine Relevanz haben. Wird erst deutlich interessanter, wenn hier die Tanks weitestgehend leer sind. Ja, aber was für mich dann schon wieder zum Überlegen ist, wenn ich hinten nachfahre im Windschatten, spare ich ja eigentlich Sprit. Und jetzt war es ja eigentlich so wichtig, so schnell wie möglich den Sprit rauszubringen aus der Karre. Richtig. So, da haben wir jetzt auch einen Gruftmolch hier, den Heinz mal. Im Bild. Karl-Heinz, so rum. Genau, da sehen wir jetzt auch Cortez fahren hier, Teamkollege von Dirty Old Kevin. Ach, ich bin begeistert. Das wird wieder ein grandioser Abend. So, wir schalten nach vorne zum Thomas und zum Aston Martin. Die ersten zwei Kollegen auf Start und Ziel unterwegs. Wir sehen die ersten gezeiteten Runden. So, beim Thomas ist es die 220,175. Bei Aston Martin ist die 220,671. Nick Sieg auf der 3. Jetzt auf der 2 mit der 20,619. Aston Martin da um 52.000stel geschlagen. Thomas Pidipascu, guckt euch an. Pidipascu mit der 218,929. Also Pidipascu, hey, mal schön hier das Brett rausgeholt hier aus dem Säckel. Genial. Jetzt Chris ist er, nachgelegt. Jetzt ist er der Platzhirsch. Genau, 220,328 vom Chris gefahren. Neuer Drittplatzierter. Wir gucken, was weiter passiert. Markus sollte auch drüber sein. Markus ist gefahren die 221,238. Ganz genau. Pfotentier 221,253. 15.000stel langsamer wie Markus aktuell. HGPU auf der 8. Position mit der 22,219. Viel zu viele Zweier für meine Verhältnisse. Aber konnte man trotzdem noch retten hier das Thema. Golfmaus, sprich die Elke mit der 222,357 auf P9. Jetzt auf 10, weil Cortez neuer Zweitplatzierter ist mit der 2 Minuten 20,064. Also schiebt sich da mal ganz, ganz weit nach vorne. Hachipu auf der 9 mit der 2 Minuten 22,219. Gruftmolch 11, 23,272. Sehr gut. Dirty Old Kevin hat da das Fahrzeug resettet. Ist da eben erst aus der Box nochmal rausgefahren. Und muss natürlich da jetzt weniger eine Runde Möglichkeit hier im Quali anzugasen. Gleich jetzt aber nochmal feuerfrei für ihn. So, wir schalten rüber zum Thomas. Der da am Fighten ist mit dem Aston Martin. Das ist, die lassen ja gar nicht voneinander ab hier. Also die verbrennen gerade den Sprit, den sie mit an Bord haben. Im Formationsflug natürlich, das ist Klassiker. Der eine macht den Fehler, der andere macht den gleichen hinterher mit. Weil so dicht beisammen. Habt ihr gesehen, beide da mal kurz ins Grün rausgefahren. Tick zu schnell gewesen. Der Aston kommt jetzt auf die Startziel. Thomas in die Box angefahren.
Aston kommt auf Stand Ziel. Jawohl. 20,373. Da geht noch ein bisschen was. Nur die Frage, wann. Pfotentier kann sich verbessern auf die siebte Position. Oh, der Basco muss eine Runde zahlen. 218,888. Jo. Die normale Nabdal, die Nabdal ist das. Nee. Ganz genau. Aber auf den Punkt genau getroffen hier das Thema von Pidi Pascu. Der Chris ist jetzt neuer Zweiter. Sehr geil. Weil, ist gefahren. Ah. 19,638 hier, der Chris. Genialamente, hat er gesagt. 0,75 Sekunden ist Pidi Pascu aktuell nach vorne. Und hätte die Pole inne. Was haben wir noch? 7 Minuten haben wir noch. Roundabout. Aber werte Kollegen, ihr dürft gerne mit uns schreiben. So ist es nicht, ne? Ja, ich glaube, die sind noch nicht ganz munter. Wobei es ja da schon eigentlich beim Quali schon ganz schön rund geht. Auf jeden Fall. So, Facecam wieder an. Ich werde nochmal die Finger nochmal ein bisschen lockern, weil ich glaube, die werden wir dann nachher brauchen. Zwecks Replays und hin und her schalten und Viere zurück. Das fürchte ich auch, ja. Das fürchte ich auch. So, guck mal hier. Der Markus auf 7 zieht da gerade den Thomas. Da sind die Teamkollegen ganz dicht beisammen. Oder waren ganz dicht beisammen. Ja, jetzt sind sie ein bisschen. Okay, da gab es jetzt wieder eine Verschiebung. Neuer Viertplatzierter, weil Aston Martin auf P2 nach vorne gefahren ist. Mit der 2,19,0335 hier. Oh, guck mal hier. 1,5 Zehntel langsamer wie Pidi Pascu. Rorion, guten Abend. Wir halten die Luft an. Spannend, schreibt er. Gebe ich dir vollkommen recht. Spannend ist es auf jeden Fall. Oh, guck mal hier, Aston Martin. No. Erster Sektor, lila unterwegs. 2,5 Zehntel schneller. Polkurs. Nur nicht zu viel anhalten, lasst das aus, sonst platzt hier. Ganz genau. Das wollen wir nicht. Ich vermisse eigentlich hier mein Smoking Aces. Wo ist denn der, sag mal? Ja. Ist wahrscheinlich noch Arbeit. Der wird schon kommen. Immer noch. Wahrscheinlich. Aua, das war gerade. Boah, keine Ahnung. Da gab es gerade eine kurze Rückkopplung. Herrlich, eine Rückkopplung im Ernten kann niemand verwehren. Ja, Narbend, Bilbo. Narbend, sehr geil. Guck mal hier, jetzt hat Bilbo sogar hier mein Emote vorne dran. Cooles Thema. Ja, was da alles geht mit diesem Twitch, das ist ja sagenhaft. Schön, gell? Ja, Wahnsinn. Ja, und falls ihr alle Videos durch habt beim Blade und euch fad ist, dann könnt ihr ja bei mir auch noch gern vorbeischauen. Und vielleicht lasst ihr mir auch mal an Follower da, würde mich freuen. Ein bisschen Schleichwerbung muss sein. Kein Thema. Ah, ich sag's dir, ich sitze auf Nadeln. Ich bin gespannt, was das nächste passiert. Ja, wir gucken mal. Hier, guck mal hier. Im Formalitäten letzten Sektor. Genau, das richtig. Anflugpfiff, 0,369 Sekunden ist er schneller. Lila unterwegs. Also da ist die Zeit von Pidi Pascu jetzt wirklich gefährdet. Die 17er Zeit ist zwar noch ein Momentchen entfernt, aber wir werden gucken, was Aston Martin jetzt hier im letzten Sektorfinal umsetzen kann. Vielleicht sehen wir jetzt hier die halbe Sekunde schneller. In Summe 18. Mhm. 18,596, Freunde der Sonne. Neuer Pole-Setter Aston Martin aktuell. Pidi Pascu hat er da gerade mal um 0,3 Sekunden in die Schranken verwiesen. Jetzt muss Pidi Pascu natürlich da richtig nachlegen. Dench. Ein Russe. Good evening.
Jedes Mal Nastrovia gesagt. Das einzige. Prost ist es, glaube ich. Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, gibt's eigentlich. Ah, okay. Gute Nacht, hat er geschrieben. Okay. Ja, wir sind gerade mitten im Mutterwerden. Jetzt gibt es noch kein Schlafen gehen. Es heißt, Schlafen gehen gibt es frühestens um 10:45. Dann haben wir das da absolviert. 21 Runden St. Croix B2. Und vorher gibt es nichts Schlafen. Das ist jetzt schon so spannend. Vollkommen richtig. Thomas konnte sich auch verbessern auf P3 aktuell mit der 219,072. Also hat sich da vor Cortez und vor dem Chris aktuell positionieren können. Wir schalten es mal kurz durch. Aston Martin auf der 1, Pidi Pascu auf der 2. 2 Minuten noch. Thomas auf der 3, Cortez auf der 4. Position, Chris auf 5. Markus auf der 6. Position, hat sich da auch verbessern können mit der 19,407. Nixig auf 7. Ja, da ist die 20er-Zeit noch nicht gefallen beim Nixig. Aber wenn er jetzt hier das Thema bis über Start und Ziel bringt, dann ist die 20er-Zeit auch passé. Dann ist er im 19er-Bereich unterwegs. Golfmaus hier die Elke auf der 8. Position. 20,717. Ihre persönlich schnellste Zeit. Pfoten hier auf der 9. Direkt hinten dran, hinter der Elke. 21,130. Seine persönlich schnellste. Hachipu auf 10. 21,179. Dirty Old Kevin auf 11. 22,409. Oh, Jungs, da müsst ihr angasen. Kevin, das reicht nicht. Da muss noch ein bisschen was kommen. Genauso Gruftmolch hier. 22,631. Da muss noch was gehen. Okay, dann schreibt gerade, Jess came to your stream to check this game. Don't know why or not. Okay. Definitely buy. Jawohl, ganz genau. Ja, jetzt wäre der Smoking Aces hier absolut der Oberknaller. Der könnte hier die komplette Thematik außerhalb des Streams mit dem Kollegen Denstab besprechen. Ja, aber wir sind kurz vor knapp. Also jetzt geht's wirklich auf Scrunch-Time. Pidi Pascu! 18,405. Hat Aston Martin da von der Pole Position verdrängen können. Ist ja genial. So, schreibt mal hin bitte, Quali-Stopp. Yep. Wir sind soweit, dass die Jungs da vom Gas gehen. Im ersten Moment, so, oh, ist der Chris da durchgeschmettert. Zwischen Pfotentier und Pidi Pascu. Mein lieber Gesangsverein. Never till this day, Dench. Yeah, we should stay. Maybe drink with you a little vodka or two. Also, ich bin bereit. So, wenn du sagst, kurz Feuer einschalten. Frei. Ja, das sieht gut aus. Die sind alle vom Gas weg. Wunderbar. Du kannst da drauf drücken. Nixig steht in der Box. Golfmaus in der Box. Lass mich nur noch mal ganz kurz nachgucken. Wegen der Zeiten. Nicht, dass da jetzt eine Verschiebung drin ist, gewesen ist. Ja, soll ich nochmal in den ersten Sektor rausschicken? Ja, wenn die Jungs da in der. Ja, müssen sie. Ja, sicherheitshalber. Müssen sie. Wobei, nee, Quatsch, müssen sie nicht. Nein, drück drauf, ist ja schnellster zuerst. Alles gut. Gut. Denn ich mag lieber Tequila, sagt er. A Russian guy will likes Tequila more than vodka. Okay, then we drink Tequila. And now, race start! Let's go! Let's fetz, sprach der Frosch. Ich hoffe, das geht jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Es wird sicher. Weil die Jungs hinten gelistet waren. Nein, passt. Passt. Nixig steht auf der 7. Position, das ist in Ordnung. Wunderbar, wir haben eine saubere Startausstellung, das ist perfekt, das Thema. Wir schalten nach vorne, von der Frontansicht hier die Kamera. Facecam wieder an. Damit ihr meine Gesicht-Emotes seht hier.
Ja, da hinten steht er, ich schaue, aber er fährt, alles bewegt sich. Wunderbar, zu spät gestartet, einfach nur Fehlstartprüfung hier verschlafen. Pfotentier war das gewesen. Na, er ist losgefahren und dann Andreas. Wurde er natürlich bestraft. Der Thomas ist gleich mal heftig eingeschlagen. Ja, aber Gott sei Dank Schaden hier komplett aus. Die Jungs sollen sich da nur aufs Fahren konzentrieren dürfen und dementsprechend auf die Zweikampfsituation. Wir gehen es gleich nochmal durch hier. In aller Ruhe. Ich will nur mal gerade nachschauen, dass da alles passt soweit. Nicht wundern. 50% Tankinhalt vom Start weg ist vollkommen normal. Das ist die Standardeinstellung, wo die Jungs hiermit klarkommen müssen. Und gestartet sind wir in 21 Runden am heutigen Abend auf St. Croix, am heutigen Donnerstagabend. Quali-Woche Nummer 3 der Ticket to Hell powered by der HLG. That's right, Dench. This is a special event from the HLG. It's called Ticket to Hell. Pidi Pascu auf der 1, eine halbe Sekunde Vorsprung vor Aston Martin auf der 2. Die Teamkollegen ABC Master Pink, das Team hier um die beiden führenden Jaguar. Fahrzeughobel hier, Chris auf der dritten Position und hinten dran Cortes, da wildes Heck am Schlingern gewesen, am Kurvenausgang respektive auf dem Curb. Auf der vierten Position Thomas direkt im Getriebe jetzt durch den leichten Hecktänzler von Cortes. Mal gucken, ob da der Angriff gleich kommt oder ob wir uns noch etwas gedulden müssen. GT Tibundo, guten Abend. Oh, Cortes da böse quer gestanden. Im wilden Powerslide da nach der Kurve, nach der Brücke in die Linkskurve da reingeknallt. Aber er kann sich noch behaupten vom Thomas. Der macht sich da extrem breit und Thomas muss überlegen, was er jetzt als nächstes tut. Jetzt zeigt er sich, bleibt aber hinten dran, steckt zurück. Wunderbar. Tolles Thema, Jungs, macht er gut. Markus auf der sechsten Position, Nixig auf 7, Hachipu 8, Golfmaus, sprich Elke auf 9, Dirty Old Kevin auf 10, Gruftmolch auf der 11. Position. Potentier ist dran gefahren, hat also final seinen Fehlstart da wieder wettmachen können. Ist 0,3 Sekunden wieder rangefahren an Gruftmolch und hängt jetzt auf P12 hinterm geschlossenen Feld vor sich. So, Pidi Pascu zieht da immer noch den Aston Martin, den Teamkollegen hier, über die Strecke. Also die Jungs sind da extrem gleichwertig unterwegs, was die Pace betrifft. Sind wir aber ehrlich gesagt im Rahmen von ABC Master Pink oder ABC Master Red auch nicht anders gewohnt, ehrlich gesagt. Der Walle ist schon wieder online, Digga. Unglaublich hier. Ja, Kort ist immer noch vorm Thomas hier. Der Thomas musste immer noch warten. Genau, winke, winke. Die werden wir die Woche leider nicht sehen hier. Winke, winke und tschüss. Der Cortes macht es wirklich gut. Der macht es schön brat. Jetzt zeigt sich der Thomas im Windschatten. Aber jetzt probiert es. Jetzt ist er vorbei. Jetzt ist er vorbei. Souverän über die Bremse. Sein Jaguar F-Type da schön auf der Innenseite platziert. Ja, aber jetzt der Gegenkonter. Ja. Aber nur der Versuch. Ehrlich, Jungs. Ja, nix Versuch. Nix Versuch. Mach's du. Jawohl. Er bleibt sehr geil drauf, bitte, meine Herrschaften. Und da war jetzt absolut nichts mitgeholfen, sondern da war einfach nur eiskalt, Eier raus, außen bleiben und durchziehen. Absolut Weltklasse-Manöver. Richtig toppi. Also, blenden wir nochmal ein. Wir merken uns, auch in dieser Kurve kann man außen überholen. Ja, da musste der Thomas ganz kurz das Gas lupfen, weil ihm da das Heck etwas quer kam. Als er parallel zum Cortes war, aber Cortes hat gesagt, nee, weißt du was? Was du kannst, kann ich dreimal schon. Ich bleib einfach volles Rohr auf dem Gas stehen und beschleunige dich dementsprechend aus hier. Saugeil gemacht. Richtig gut ausgesehen hier. Hachipu auf der 7 ist da am Fighten mit Nixig. Oh, jetzt ein Mördertrift von Thomas. Der kommt da quer daher wie bei einer Driftmeisterschaft. Oh, hinten dran auch zu sehen hier, das müsste Nixig gewesen sein, der da leicht angeschlagen ist. Ich blende die Wiederholung nochmal ein hier vom Thomas. Mörder! Bäm! Nur quer bist wer? Aber herrlich, richtig schön herrlich abgefangen hier das Fahrzeug. Oh.
James Bond wird neidisch, wenn er das sieht. Richtig. Und das im Jaguar, wobei der ist auch mal Jaguar gefahren, ne? Ist nicht nur immer Ich Aston glaube, Martin ja. gewesen. Ja. Im E-Type kann das sein. Ja. Richtig. Ah, bist narrisch. Ehrlich. Wahnsinn, Ja, Wahnsinn. und Mörder. Ich glaube, das ist bis jetzt das Manöver der Woche. Das auf jeden Fall. Beziehungsweise das mit dem Cortez außen, da ist so, ja, Platz 1 und 2, da müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Aber Peter, wir haben Runde 3 und das ist, fängt schon so an. Herrlich. Also Info an mich als Reminder. Ich werde auf jeden Fall einen Clip davon erstellen, weil das haben wir auch nicht jeden Tag hier zu sehen. Oder es macht jemand von euch. Wenn ihr wisst, wie das geht, dann könnt ihr natürlich auch da gerne mal einen Clip erstellen von. Das war richtig genial, das Manöver. Oh, Gruftmann hat sich da ein bisschen angelehnt hier am Pfotentier. Hat jetzt ein bisschen Geschwindigkeit eingebüßt. Pfotentier wird auch jetzt aufgenatzt hier und gespatzt von Dirty Old Kevin. Ah, und er geht weit. Zu spät auf der Bremse. Kurveneingangs auf die Brücke raus. PL von 12. Pfotentier wieder vorbei am Dirty Old Kevin. Ja, vor allem die Idee finde ich sehr super. Und wenn das irgendwer Lust hat zu machen, dann schickt es an einen von uns beiden, weil vielleicht können wir das in der nächsten Quali-Woche einbauen als Highlight-Clip von den Fans. Ich Das, das geht hätte generell, Jochen. Das geht generell. da. Ja, Sobald du eben, einen Clip deswegen erstellst, sage ich es ja. genau, sobald du einen Clip erstellst, wird der automatisch abgespeichert bei Twitch. Und dann hast du eine eigenständige Videosequenz, mehr oder weniger, die du komplett verwenden kannst. Das ist kein Problem. Ah, Weltklasse. Also, ihr Jungs und Mädels, haut euch an die Computer, in die Tasten, Schnittwerkzeug herrichten und macht's was. Ganz genau. So, Wäre richtig geil, jetzt wenn kommen man die da euch ersten ein in die bisschen Box was rein. einbinden kann. Mindestens, ja. Naja, wie an der Perlschnur. Ja, da bin ich mal gespannt hier. Nixig zieht durch. Nixig und Hachipu ziehen durch. Die fahren noch die vierte Runde. Ey, warum sind die denn in Runde 4 schon drin? Ja, waren wir immer so. Runde 4 oder 5. Ja, wir sind in Runde 3, wo die rangefahren sind. Ja, stimmt. Ja, aber Ja. ich glaube, das ist das, was wir gestern thematisiert haben. Das, was die Teams von gestern den Vorteil hatten, jeder konnte seine eigene Linie fahren und sich darauf Ja. konzentrieren. Heute haben wir Zweikämpfe und Ausbremsen hin und her. Das könnte natürlich auch ein Nachteil sein für die Teams heute. Ja. Ich glaube, da können wir spätestens, wenn wir die Gesamtzeiten sehen, also am Ende des heutigen Abends, können wir nochmal drüber philosophieren. Weil jetzt, ich meine, es sind trotzdem 21 Runden hier, also sprich 50 Minuten roundabout, diese Renndistanz. Da eine Prognose abzuwerfen vorher, relativ gewagt. Jetzt der Ja, Angriff Hachipu gegen Nixig. 1 und dann muss man 2 mal eins funktioniert. raushauen. Genau. Definitiv, Bundo. Action wird hier aktuell gerade neu definiert. Hinten dran gibt es auch die Positionsverschiebung der Fight. Pidi Pasco und Chris. Da hängt Aston Martin auch noch im Getriebe vom Chris aktuell. Die waren alle drei an der Box gewesen. Jetzt haben wir hier den Dreier-D-Zug. Position 5, 6 und 7. Auf die Brücke geht's jetzt raus. Wir schalten mal zu Aston Martin rein auf die Motorhaube. Hachi, yes. Hättest du jetzt nicht yes geschrieben, hätte ich gesagt, Gesundheit. Jetzt ist Aston Martin vorbeigegangen am Chris hier aktuell. Yes. Hat funktioniert. Ja, die meisten werden wahrscheinlich hier in Ruhe gucken wollen und haben gar keine Zeit zum Schreiben. Das wäre möglich. Nixe Kachipu an die Box rangefahren. Ihr seht's. Elke fort noch eins. Die Elke hat dann aber auch richtig viel Sprit an Bord. Im Ja. Vergleich genauso wie der Teamkollege Pfotentier. Wobei der ein bisschen weniger hat als die Elke. Richtig. Aber das geht sich auf jeden Fall noch für die nächste Runde aus hier. Ah. Ansonsten holen wir ÖMTC oder ADAC, die werden ihm sicherlich ein bisschen was geben.
Ja, aber dann bist du definitiv raus hier aus der TTA, wenn das passieren sollte. Dann ist die Gesamtzeit jenseits von Gut und Böse nach oben katapultiert worden. Ja, aber wir haben ja noch eine Woche, also ein Streichresultat. Ganz genau. Ist ja kein Thema. Ganz genau. Bilbo feuert hier die GTC-Schnecken an hier. In dem Fall aktuell auf P1 und 2 liegend. Elke und Pfotentier. Müssen da aber nochmal die Boxen hinten dran. Der D-Zug, der daran rauscht. Pidi Pasco, Aston Martin und Chris. 3, 4 und 5. Ja, Chris muss da ein bisschen abreißen lassen. Also sieht im ersten Moment so aus, dass er die Pässe nicht ganz gehen kann zu 100% von Aston Martin und Pidi Pasco, aber macht einen großartigen Job bis dato, definitiv. Thomas auf der 6. Position, gleich ist in grün, zieht da Cortez jetzt. Also die zwei hatten schon seit Anfang an das Vergnügen und haben es bisweilen immer noch. Sind da miteinander am Fighten, am Diskutieren um die jeweilige Position, um ihre eigene Pace stabil zu halten. Aber machen sie auch bis dato absolut bravourös hier. Wie gesagt, Thomas auf der 6, Cortez 7, Markus auf der 8. Position, der Teamkollege da vom Thomas, Hachipu auf der 9. Vor Nixik auf der 10, Dirty Old Kevin auf 11, Gruftmolch auf P12 aktuell. Wir schauen, was passiert. So, Elke und Pfotentier sind da auch gleich wieder auf Start und Ziel unterwegs. Einmal noch rechts rum, leicht links, 90 Grad links im Folgenden und dann ist Startziel erreicht. Und dann wird es auf jeden Fall ganz, ganz massiv zügig in die Box gehen müssen bei Pfotentier. Ich glaube mal, da sind überhaupt nicht mehr wie 3 Liter drin aktuell. Also da ist das Thema ganz, ganz ausgereizt worden. Muss jetzt auch offen lassen hier? Nein, muss er nicht. Pidi Pasco muss da vorbei. Thema hat sich von selbst geklärt, weil Pfotentier jetzt nach links ausschert, ja, und die Box null anfährt. Mit nix, null. Mit nada. Punktlandung getroffen hier. Bundo schreibt gerade, ABC hat ja quasi schon Siegpflicht. Definitiv am heutigen Abend, da gebe ich dir im ersten Moment recht. Aber was natürlich dann in Richtung Finale oder so ansteht, werden wir sehen. Da gibt es definitiv keinerlei Prognosen von uns. Weil hier in Summe sind es 29 Teams, soweit ich das im Kopf habe. Die besten 16 dieser 29 Teams nach Quali-Woche 4 können sich qualifizieren oder würden sich qualifizieren für das sogenannte Shootout-Verfahren. Das kann ich euch auch ganz kurz mal einblenden, wenn ihr das sehen möchtet. Shootout-Tabelle, wie das Ganze aussieht. Das ist im Endeffekt das Shootout-Verfahren. Links der beige, helle Bereich ist das Loser-Bracket, also die Loser-Seite in Anführungszeichen. Selbst über die Loser-Seite hat man die Möglichkeit, wenn man komplett bis ganz nach links das Thema durchschafft, ins Finale ganz unten einzuziehen. Nebst der Winner-Seite hier. So, wir schalten wieder zurück. Nukal, guten Abend. Servus, mein Lieber. Go, go, go. D.O.B. Vollkommen richtig. Nukal ist auch einer der Kollegen da von Dirty Old Bastards. Ja, siehst du doch, Bilbo. Ist doch schon wieder da. So, Elke und Pfotentier wieder zurück auf der Strecke. Auf P9 und P10 aktuell. Gruftmolch 11, Dirty Old Kevin auf der 12. Position. Aston Martin ist vorbeigegangen am Teamkollegen an Pidi Pasco. Somit die Führung übernommen. Schnellste Rundenzeit, die wir mittlerweile gefahren haben und sehen konnten, ist die Zeit mit einer 2:18,740 gefahren von Pidi Pasco hier. Der drückt da jetzt wahrscheinlich den Aston Martin etwas nach vorne. Und der Chris bleibt dran, Andreas. Vollkommen richtig. Abstand ist nahezu identisch. 0,8 Sekunden. Diesen Abstand haben wir schon lange, lange Zeit so auf dem Schirm. Also der lässt sich nicht abschütteln. Cortez immer noch auf der 4 vorm Thomas. Also auch die zwei gehören zusammen wie der Topf zum Deckel. Richtig, Bilbo. Definitiv.
Und der Markus bleibt da auch in Schlagdistanz hinterm Teamkollegen. 1,1 Sekunden ist definitiv nicht die Welt. Hachipu auf der 7. Immer noch vor Nixik hier. Der war da gerade etwas spät auf der Bremse. Hat aber funktioniert. Konnte da dichter ranfahren an Hachipu, der Nixik. Attacke von Thomas. Das ist P4 und P5. Thomas innen vorbei an Cortes, der jetzt aber eventuell, ne, kann er nicht. Thomas ist da nicht angeschlagen. Sah so aus, ist ein bisschen weit gegangen, aber konnte den Kontakt da mit der Leitplank auf der rechten Seite verhindern. Gibt ein Lob, aber nur eines. Vollkommen richtig, Bilbo. Frei nach dem Motto, gib den Fahrern, wenn dann nur Zuckerbrot und Peitsche. Ja, das erste Drittel ist schon rum wieder, ne? Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Unglaublich. Siebte Runde von 21, Freunde der Sonne. Der Kevin fährt da hinten leider Gottes auf der 12 rum. Aber trotzdem konstant hier. Ist am Fight mit Gruftmolch aktuell. So, Hachipu ist jetzt angegriffen worden von Nixik und auch überholt worden. Nixik ist da vorbeigegangen, neuer Siebtplatzierter aktuell. Hachipu somit auf der achten Position. Wir können ja mal gucken, war das eventuell wegen Verschleißreifen? Nein. Das ist nahezu identisch hier. Nixik einfach nur 0,6 Sekunden schneller im letzten Umlauf gewesen wie Hachipu, deswegen da jetzt auch der Angriff. Angriff vom vom Cortes. Gegen Thomas, jawohl. Cortes vorbeigegangen am Thomas, neuer Viertplatzierter. Also die haben hier ein regelrechtes, regelmäßiges Abwechseln der Position. Mal zieht der eine den anderen, mal macht der andere die Führungsarbeit. Aber machen sie gut. Das ist fast wie bei der Rallfahrer. Ja. Markus, der Teamkollege von Thomas, ist 2,4 Sekunden hinten dran. Jetzt Abflug, kommt der nächste Angriff, Fragezeichen. Abflug wäre hier absolut katastrophal, definitiv. Für die Kollegen, die jetzt hier zum ersten Mal einschalten, ganz kurz Thomas als Erklärung. Thomas ist vorbei wieder. Ja, haben wir gesehen im Hintergrund. Quer gestanden, aber kriegt die Ecke noch. Etwas Geschwindigkeit eingebüßt. Wird also jetzt angeschoben von Cortes. Gefühlt der Natur. Ja. Genau, wie gesagt, ganz kurz nochmal für die Kollegen, die jetzt hier womöglich das Thema Ticket Trail Quali-Woche das erste Mal sehen. Es gibt keine Einzelfahrerwertung, das Ganze ist eine Teamwertung. Das heißt, ein Team besteht aus mindestens zwei Fahrern hier, die an den Start gehen in den Quali-Wochen an dem Abend dann jeweils. Und dann wird die Gesamtzeit addiert der beiden Fahrern. Und diese dann eingetragen in die Wertungstabelle. Und von diesen 28 bzw. 29 Teams kommen die 16 besten Teams natürlich nur weiter und fahren dann im großen Finale. Was irgendwann im Bereich vom Mitte Dezember, also kurz vor Weihnachten müsste das sein, dann ausgetragen wird. Und dann geht es nach Q4, die nächsten Monat stattfindet, eine Woche am Stück, dann in das sogenannte Shootout-Verfahren hinein. So, Pfotentier versucht hier dran zu bleiben an der Elke. Die Elke ist da schon 3,5 Sekunden knapp weggefahren vom Teamkollegen. Also auch eine ganz großartige Pace hier von der Elke, die sie an den Tag legt. 21er Zeit hat sie mittlerweile inne. 21,8, 21,5 im letzten Umlauf, sehr gut. Ja, Bundo, das, was der Thomas und der Cortes da zeigen, ist absolut brachial und souverän. Ähnlich wie Aston Martin, P. Pasco und der Chris hier. Der Chris lässt sich da nicht abschütteln. Egal, was passiert.
wie sehr die zwei vor ihm auch angasen. Er kann immer noch eine Schippe drauflegen und kann die Pace konstant halten in Richtung Aston Martin und Pidi Pascu. Der Chris ist im letzten Umlauf die 19,286 gefahren. Persönlich schnellste Runde hier im Rennverlauf aktuell. Aston Martin 18,8 immer noch als schnellste Topzeit. Pidi Pascu die 18,740, die wir auch unten links eingeblendet sehen in der Mitte. Also das ist wirklich, wirklich gleichmäßig und konstant hier, was die Jungs zeigen. Thomas 0,4 Sekunden knapp vor Cortes. Lila unterwegs nach dem zweiten Sektor. Wahnsinn, wie die Zeit rennt, ey. Unglaublich. 9 von 21. Runde haben wir gerade. Und auch eine recht große Lücke hier von Markus in Richtung... Chris an die Box angefahren. Ja. Aston Martin und Pidi Pascu können dann noch eine Runde gehen ohne Probleme. Oh, Thomas und Cortes. Der Thomas hat sie im späteren Moment entschieden, dass er doch weiter, dass er doch in die Box fährt. Replay läuft. Ja, aber das sah schlimmer aus, wie gedacht. Alles gut. Das war mit Sicherheit auch der Antäuschversuch hier, um eventuell den Cortes ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Also, bleibt dabei. Aston Martin, Pidi Pascu, Chris wieder draußen. Ohne Räder. Schwebecar, Freunde der Sonne. Schwebecar auf St. Croix am heutigen Abend. Ohne ein einziges Rad hier der Chris unterwegs. Aktuell auf der dritten Position. Also konnte seine Position da halten. Ihr seht, hat aber auch nicht ganz voll gemacht, um da die Position behalten zu können. Vor Nixig und Hachi. Pu auf der vierten und fünften Position. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der Chris wegfahren kann. Trotz fehlendem Räderwerk da. Das ist so geil. Bei mir hat er Räder. Also bei mir ist alles in Ordnung. Das ist immer nur bei einem von beiden Streamern so. Das ist ganz normal. Entweder sieht es der Hauptstreamer oder sieht der Co-Moderator oder umgekehrt, wie auch immer. Aber es sieht total bescheuert aus, wenn es im Endeffekt nach draußen gezeigt wird. Was ich meine, weil... Ja. Zurück in die Zukunft, Version 7612,9. Oder so ein Blödsinn, was wir heute Abend wieder haben. Unglaublich. Ja. Aber egal, auch das können wir und müssen wir natürlich moderieren und kommentieren. Cortes auf der siebten Position. Wo ist denn der Thomas? Auf der neunten Position. Weil... Haha. Ihr seht, was der Thomas gemacht hat, ne? Der Thomas hat die Räder gewechselt, Cortes nicht. Cortes hat die alte Bestuhlung hier, die Filzgleiter draufgelassen, hätte ich bald gesagt. Wegen Stuhl. Ja, gleiten tun es hoffentlich nicht. Nee, gleiten tut aktuell nur der Chris. Ansonsten alle anderen fahren definitiv mit massiv belastetem Reifendruck hier in Richtung Asphalt. Liefjatan, guten Abend. Er grüßt natürlich seine Teamkollegen hier, Thomas und Markus. Und weiter so, Jungs. Und natürlich auch ein Gruß an euch, das Kommentatorenteam. Danke. Gruß natürlich zurück. So, Pidi Pascu, Aston Martin an die Box rangefahren. Jochen, du darfst. Auch von mir, liebe Grüße. Ganz genau. Ja. Jetzt bin ich dann schon langsam gespannt, wie sich die Strategie von der Elke und vom Pfotentier auswirkt. Mindestens. Der Neue, guten Abend, Servus, mein Lieber. Alles senkrecht. So, da kommt Pidi Pascu, Aston Martin genau raus. Ja. Mit Aston Martin, oh herrlich, jetzt sind sie wieder benannt. Jetzt sind sie zu viert, das wird da. Paddy, guten Abend. Hit. Runde 11 von 21, 10 Runden haben wir noch zu gehen. Leichter Quersteher da von Chris, der hat jetzt ein bisschen Pace eingebüßt. Pidi Pascu bleibt aber hinten dran. Das sieht so affig aus, aber ich finde es trotzdem genial. Jetzt der Angriff, Pidi Pascu innen vorbei. Am Chris drückt ihn ein bisschen auf die Wiese. Sodass jetzt auch der Nixig da vorbeifahren kann. Am Chris hier. Immer noch ohne Räder unterwegs.
Wer weiß, was passiert ist in der Box. Kann auch sein, dass der Reifensatz einfach zu teuer war. Und der Thomas, Quatsch, der Christa gesagt hat, weißt du was, behalt deinen Scheiß, ich fahr ohne. Geht auch. Elke ist vorne, weil sie ihrem Bernd in der Box noch den Kaffee fertig gemacht hat. Alles klar, das hast du geschrieben, Bundo. Geiles Thema. Nixig mit von der Partie. Das ist ja richtig genial. Also, wir gehen es ganz kurz mal durch. Aston Martin auf der 1, Pidi Pasco auf 2, Nixig auf 3, Chris auf 4, Hachipu 5, Cortez auf 6, Golfmaus, Elke hier in dem Fall auf 7, die ein bisschen weit gegangen ist, aber alles gut. Fahrzeug ist rechtzeitig nach rechts gezogen worden, stabilisiert worden auf der Brücke, bevor der Einschlag gekommen wäre in Richtung links auf der Leitplanke. Auf der Seite. Thomas geht sich da jetzt mit voller Attacke vorbei an der Elke. Boah, ist der weit, ist der weit. Boah. Und da ist Potentier mit durch. Also die Elke hat da das Böse geahnt. Extrem viel Pace rausgenommen und den Teamkollegen da in dem Zuge noch vorbeigelassen. Also, neues Ranking. Thomas auf der 7, Potentier auf der 8. 9 die Elke, Markus auf 10, Gruftmolch auf der 11, Dirty Old Kevin auf der Position 12. Und Potentier greift in Richtung Thomas. Oh, ein bisschen Lack ausgetauscht, alles gut. Schön dezent zurückgesteckt hier von Potentier, hat er gut gemacht. Okay, und ich soll Potentier auch Bernd rufen, ja? Oder nennen. Wenn ich die Freigabe von euch habe, ist alles gut. So wie letztes, nicht so wie letztes Wochenende, dass sie mich da verarscht haben. Die Zuschauer hier im Chat von Wiesen, da war ein Kollege dabei, der hieß Goody, Goddy. Und ich habe immer Goddy gesagt und irgendwann hat jemand reingeschrieben in den Chat von wegen, der Kollege heißt nicht Goddy, der Kollege heißt Goodyear. Und ab da habe ich Goodyear gesagt. Ja, kann ich mich erinnern. Ja, genau. So, und am nächsten Tag, was ist am nächsten Tag passiert? Am nächsten Tag kriege ich eine PSN-Nachricht, eine Direktnachricht von wegen, hier Alter, lass dich nicht immer so verarschen, du hast es vollkommen richtig ausgesprochen, ich heiße Goody, Goddy. Okay, haben wir doch recht. Weil ich immer dann dachte, ich kenne auch solche Zahlenkombinationen. Jetzt kommt allerdings der Angriff von Chris. Das müssen wir natürlich. Ja, ja haben wir, und haben kann wir. Ihnen durch. Ich war mir dann auch damals richtig unsicher, weil ich konnte das auch nicht rauslesen. Aber allerdings, unser Gefühl drückt uns nicht. Kommt jetzt der Gegenangriff parallel durch die Kurve. Ja, aber nochmal zurückgesteckt hier, ja. Herrlich, herrlich. Ja, ich bin halt so ein Freund, wenn die Zuschauer im Endeffekt, die lesen ja den Namen nicht, ja. Wenn du dann hier, du siehst ja nur den Fahrernamen als solches und wenn du dann irgendwelche nicht nachvollziehbaren Namen nennst von den Fahrern, dann ist es für einen fremden Zuschauer nicht verständlich. Deswegen, ja. Aber also wir machen die Kombination. Der sagt in, nehmen wir zum Beispiel jetzt den Chris her, den CHRR1M12 und sagt Chris, ja, ich meine, da kann man es noch überlegen. Genau. Allerdings gebe ich dir da auch vollkommen recht, wenn man den Namen kennt und aber der Nick nicht dazu passt, ist das natürlich dann für einen Nicht-Kennenden schwierig. Ja. Ja, würde ich mal behaupten. Fehler. Die letzte Runde ist eine 2,21 gewesen. Also 1,3 Sekunden langsamer wie die Runde zuvor. Nixig und Hachipu in deiner Box. Vollkommen richtig. Wäre natürlich jetzt auch durchgereicht, das ist normal. Das Feld ist unheimlich dicht beisammen. Müssen wir ganz klar sagen. Ist echt Wahnsinn. 2,19,6. Wir gucken, was Aston Martin da vorne. 18,460. Pidi Pasco 18,401. Da weißt du auch, warum Chris da aktuell richtig Meter liegen lassen muss. Die Jungs sind 18 Mitte tendenziell tief gefahren und Chris in Anführungszeichen nur eine 2,19,6. Deswegen ist der da, musste der da so abreißen lassen. Aber ich denke trotzdem, dass in der 2 Minuten 21,452 Runde, also sprich in Runde 11, dass da ein Fehler drin gewesen sein muss. Chris fährt normalerweise keine 21er Zeiten. Der kann 20er konstant fahren. Gegenteil, sogar tiefer.
Aber haben wir auf dem Schirm. So, Cortes auf 4, Thomas auf 5. Mittlerweile zwischen den beiden bravourös fahrenden Streithähnen hier, Kampfhähnen. Aktuell 3 Sekunden dazwischen. Definitiv, ja. Bundo, 19er Zeiten, konstant sind Toppi. Keine Frage. Pfotentier spricht Bernd auf der 6. Golfmaus alias Elke auf der 7. Markus auf 8. Nixig auf 9. Hachipu auf 10. Gruftmolch auf 11. Dirty Old Kevin auf Position 12. So, und ich behaupte es einfach mal im ersten Moment. Feld hat sich weitestgehend beruhigt auseinandergezogen. Die Jungs haben sich einsortiert auf den momentan jeweiligen Positionen. Spätestens bis zum nächsten Boxenstoppfenster. Ein Boxenstoppfenster haben wir auf jeden Fall noch zu sehen. Wir sind in Runde 13 von 21. Und wir wissen, dass maximal 5 Runden hier möglich sind mit einer halben Tankfüllung. Und es sind noch in Summe 8 Runden zu fahren. Ergo müssen sie alle nochmal an die Box ranfahren. Den Anfang macht mit Sicherheit hier der Bernd. Oh, Nixig sollte durchfahren können. Wenn es die Reifen denn mitmachen. Nixig ist nämlich fast voll vom Tankinhalt her. Das reicht auf jeden Fall, die letzten. Genau, Bernd jetzt auch in dem Fall reingefahren an die Box. Alias Pfotentier hier. Also wenn Nixig da mit den Reifen zufrieden ist und das vollbringen kann, der Tankinhalt ist auf jeden Fall in der Lage, hier durchzufahren bis zum Schluss hier, bis zum Rennende. Geht jetzt da auch vorbei am Bernd. Sehr gut. So, Hachipu geht da auch vorbei am Bernd. Wir gucken zum Bernd rüber. Fährt jetzt raus aus der Box. Hachi ist aber schon vorbei. Oder treffen die sich? Ja, sie sehen sich zumindest noch. Hachi sieht da im Rückspiegel den Bernd. Und Bernd sieht, wenn er nach vorne aus der Frontscheibe rausguckt, natürlich den Hachipu vor sich. 1,8 Sekunden trennen die beiden. Wunderbar. Also auch hier Thema beendet für den Bernd. Der muss nicht nochmal reinfahren. Der hat ein bisschen viel Sprit dabei. Außer das Rennen am heutigen Abend ist so schnell, dass sie hier womöglich gar keine 5 Runden weit kommen mit einer kompletten Tankfüllung. Das würde auch erklären, warum wir hier in Runde 3, nach Abschluss der Runde 3, hier schon die ersten Stops gesehen haben. Zu Beginn des Rennens. Also ich lasse mich da gerne überraschen. 1,6 Sekunden aktuell die Differenz zwischen Pidi Pasco auf 1 und Aston Martin, dem Teamkollegen da. Also die Jungs sich da auch ein bisschen getrennt und Pidi Pasco, der ist mit Knallgas unterwegs, der legt da von Runde zu Runde eine neue Topzeit hin. Aktuelle 2 Minuten 18,379 von Pidi Pasco gefahren. Aston Martin muss dann Fehler drin gehabt haben. Mit einer 2 Minuten 20,473 kennen wir den Kollegen eigentlich nicht im ersten Moment. Aber Jochen, wie wir es vorhin gesagt haben, zur 17er Zeit fehlen nur noch knapp 4 Zehntel. Wer weiß, ja, ob wir so sehen. Wird. Ich sag ja. Ich habe gerade in meine Kaffeetasse reingeschaut und habe geguckt, wie spät es ist. Und die Kaffeetasse zeigt mir mal schön, bildlich gesprochen, mal den Mittelfinger. Ich habe irgendwie ein Loch drin in dem Eimer. Das Ding ist jedes Mal, wenn ich reingucke, leer. Keine Ahnung warum. Ja, entweder eine größere Tasse kaufen oder weniger trinken. Mindestens. Leichte Produktwerbung, herrlich. Du, Met, nee. Ja, ja. Mezzomix. Genau, Mezzomix. Also, liebe Firma Mezzomix, eine Palette Mezzomix an den Bloody. Mindestens. Mindestens. So, Elke jetzt auch zum finalen Boxenstopp rangefahren. Auf P7 aktuell wird natürlich jetzt etwas durchgereicht. Aber ich würde mal tippen, mehr wie 2 Positionen sollte sie nicht verlieren. Doch, tut sie. 3 Positionen verliert sie. Da ist nämlich der Bernd. Nein! Die ist schon wieder draußen hier auf Position 8. Jawohl, eine Position hat sie verloren. Nixig vorbeigegangen, nur final. Toppi. Also bei Ihnen habe ich es mal mitgeschrieben, die Elke hat beim letzten Boxenstopp ist sie auf P9 rausgekommen und jetzt auf 8. Also mit der Strategie quasi einen Platz gewonnen. Ja. Aber guck mal hier, 3/4 voller Tank, ne? Bei der Elke, ein Ticken mehr sogar. Was sind denn nur noch 6 Minuten? Ja. Sie hatte auch beim ersten Boxenstopp noch 0,6 Liter drinnen.
also 6, was auch immer. Also die kann schon schnell fahren plus Sprit sparen. Genau. Ja, das sind 6 Liter. Also wenn du 6 angezeigt hast, ja, 6 Liter, ja. Genau. Ja, 6 Liter. Um vereinfacht darzustellen, wir haben hier 100 Liter Tanks. Generell in den Fahrzeugen. Ja, und der Cortes und der Thomas nähern sich auch wieder. Oh, halbe Sekunde nur noch. Ja. Und vor allem, wenn man sich die Einstellungen anschaut, das werden jetzt lustige 7 Runden. Und ja, es sind 7 Runden, Blade. Ne, jetzt sind es gleich nur noch 6. 15 ist gleich vorbei. Ja. Ja. Oh, ich bin gespannt. So, letzte Stops sind am Laufen bei Cortes, beim Chris, Markus und Thomas. Ja, aber da sieht man, dass hier Pidi Pasco und Aston Martin komplett auf einer ganz anderen Strategie unterwegs sind. Ja, der Chris ist schon weg. Chris ist schon wieder raus, jawohl. Boah, der ist Ding voll gemacht. Der ist fast voll. Ja. Da bin ich mal gespannt, mit wie viel Sprit die noch reinkommen hier. Wie hoch ist der Spritverbrauch? Ich schau nach, auswendig weiß ich es nicht. Irgendwas. Der muss 3 sein. 5. 5 sein. Benzinverbrauch ist 5. Okay. Dann passt es. Dann haben wir wirklich hier das Thema, weil so viele Teams mit am Start sind, dass hier einfach brutal viel Sprit verballert wird. Eigentlich ja, müssen wir das Thema nicht bezahlen, ganz genau, richtig. Vollkommen ja. Richtig. Ja, aber ich, was mich wundert, der Chris hatte, glaube ich, beim letzten Boxenstopp hat er jetzt quasi Reifen gewechselt und beim vorigen nicht. Und ja. Der Cortes hat es genau umgekehrt gemacht. Ja. Und trotzdem ist für den Chris besser gerannt. Ja. Aber Cortes und Thomas sind wie eh und je ein Pärchen. Richtig, mit einer kleinen Unterbrechung, aber dennoch wieder haben sie zusammengefunden hier, der Cortes und Thomas. Aktuell 4 ja. Und 5 hier die Position. Und vollkommen richtig, Andy. Chris hat wieder Reifen. Ja, wahrscheinlich jetzt einen festen Anschießcreme in der Boxengasse. Wenn es das nochmal macht, wird es entlassen. So, Pidi Pasco und geil. Aston Martin an die Box rangefahren. Wo ist der Chris? Der Chris muss da. Ob er da vorbeikommt, weiß ich nicht. 25,7 Sekunden. Das wird nicht ganz ausgehen. Nein. Glaube ich auch nicht. Weil die Jungs müssen eigentlich jetzt nur noch für maximal 6 Runden da Sprit fassen, wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen. Ganz genau, Bilbo. Aber ich sehe da, der Aston hat 2 Sekunden Strafe am Dach. Hui, das wird. Chris ist jetzt bei Startziel vorbei. Ja, aber bleibt der auf sieht der 3. Sie nicht mehr. Ja. Ist aber jetzt wieder final 5 Sekunden dran. Ja, und Aston hat eine 2 Sekunden Strafe. Und wir wissen, bei GT Sport sind 2 Sekunden Strafe nicht gleich 2 Sekunden Strafe. Das verstehe ich nicht. Du meinst, sie können nicht rechnen? Nein. Wenn du vom Gas gehst, heißt das ja nicht automatisch, dass die Strafe runtergezählt wird. Und somit kann es natürlich sein, dass du mehr Zeit verlierst, als eigentlich die Strafe tatsächlich ausmacht. Richtig. Das ist meine These an dem Ganzen. Ja, vor allem der Abbaufaktor als solches wird ja auch beschleunigt, wenn du auf die Bremse gehst, ne? Ja. Also irrational oder irregional zu dem, irregulär zu dem Thema, den du jetzt nicht brauchst, wenn du jetzt auf der, mit Rennpace unterwegs bist. Dann hättest du natürlich diesen Thomas Multiplikator. Thomas Angriff. Ich sehe es, ich bin drauf, ja. Definitiv. Die Frage ist immer nur, wann, Bundo. Es gibt Situationen, da macht es überhaupt keinen Sinn, weil du im Grunde dann mehr verlierst, wie du an Strafe abbauen kannst. Ja.
auf jeden Fall über die Bremse umsetzbar oder zu machen, sagen wir es so. Alles andere macht keinen Sinn. Vom Gas gehen ist das Bescheuerste, was man machen kann. Dann lieber 3, 4, 5 Meter früher bremsen. Das macht mehr Sinn, um die Strafe abzubauen. Oder so, wie es der Kort es jetzt hier gemacht hat, souverän im Windschatten sich verbleibend belassen und darüber über früheres Bremsen die Strafe abgebaut und die Pace wieder aufgenommen, weil er sich im Windschatten befunden hat. Also absolut super und top gemacht. Also ich glaube, dass die zwei... Die oh, oh nein! Jetzt gab es den Kontakt. Aber ärgerlich. Ich glaube nicht allzu schlimm. Nein, alles gut. Aber da konnte Thomas natürlich gar nichts dafür und der Cortez kann auch nirgendwo hin, weil wo man muss sich für eine Richtung entscheiden. Das war der Gegenpendler, den musste Thomas da anfangen. Ja, ja. Ja. Und der genau, Cortez hat ja. der Cortez hat einfach keine andere Chance. Er muss sich für eine Lücke entscheiden, nimmt natürlich die idealere, sprich, wo ich nicht reinlenken muss. Also alles kein Thema, wird vielleicht einmal kurz der Herzschlag aussetzen. Aber es ist nichts verhockt. Oben Hintergrundangriff Markus und Nixig. Nein, Quatsch. Das war der Hachi gewesen hier. Hachipu gegen Pfotentier. Guck mal hier, Elko und Bernd sind wieder zusammen am Fahren. Die Teamkollegen da. Von den GTT-Schneggen haben wieder zueinander gefunden. Ziehen da gerade so ein bisschen den Hachipu mit über den Kurs. Hachipu ist dann... Alter Falter, ist der spät auf der Bremse. Puh, das sah so aus, als wenn er jetzt da auch noch den Bernd versucht hat zu kassieren. Blenden wir nochmal ein. Gehen wir auf die Motorhaube von Hachipu. Der war so spät auf der Bremse, aber weit so weit drüben. Schaut euch das an. Boah. Also den Schwung, den fehlenden Schwung hat er in Kauf genommen, um hier den Angriff zu starten. Aber final ist es für Elke sich noch besser ausgegangen, sodass Hachipu da im ersten Moment nochmal zurückstecken musste. Aber brutal reingebremst hier in die Ecke. Jetzt auch wieder quer rein. Achtung, Brücke, Leitplanke. Puh. Knappe Sache, aber hat funktioniert. Bernd jetzt den Geschwindigkeitsüberschuss, geht da außen vorbei. Auf der rechten Seite an Hachipu. Schöne Rennübersicht hier von Hachipu, hat er toll gesehen. Sofort wieder zurückgezogen in den Windschatten von der Elke. Da hat die Elke den Bernd vorbeifahren lassen. Runde 18 von 21, Freunde der Sonne. Vorne bei PD Pasco und Aston Martin sind wir schon in Runde 19. Genau, LOL, Achtung, Brücke. Vollkommen richtig. Ich meinte natürlich nicht Brücke, sondern Leitplanke, aber es war auf der Brücke. Ist vollkommen richtig. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, Jochen, hier für so ein Outtake-Video von meiner Seite aus. Ja, da kann man einen Kinofilm füllen. Na, wahrscheinlich. Spaß. Oder kannst du ein Buch schreiben? Eines von beiden geht auf jeden Fall. So, wir gehen es nochmal durch. Pidi Pascu da vorne auf der 1, Aston Martin auf 2, Chris auf 3, Thomas auf 4, Cortez auf 5. Eine Sekunde trennen die beiden da. Markus auf 6, Nixig auf 7. Bernd hier auf der 8. Position, Hachipu auf der 9, Golfmaus alias Elke auf 10, Gruftmolch auf 11, Dirty Old Kevin auf 12. Und da winken die beiden Kollegen, Gruftmolch und Dirty Old Kevin, fahren absolut am heutigen Abend ihr eigenes Rennen. Die haben da überhaupt keinen Stress, was Thema Zweikampfsituation betrifft. Ist zwar im ersten Moment etwas schade, aber für einen Fahrer natürlich auch schön dezent, was das Thema Stresslevel betrifft. Und auch sowas soll es geben. Hachi auf Brücke, lol. Genau. Ich glaube, beim Thomas und beim Cortez, da dürfen sie es jetzt entschieden haben. 2 Sekunden. Und zweieinhalb Runden noch zu gehen. Ja, aber der Cortez hat die neueren Reifen. Der hat die besseren Reifen. Nee, Quatsch, hat er nicht. Ist genau das Identische. Haben ja beide gewechselt. Ja, die waren identisch, ja. Hachi ist jetzt an Elke vorbei. Wir schauen hin. Ja, ist er.
Ja, da war er schon vorbei. Schade, das haben wir jetzt nicht einfangen können. Aber es ist vollkommen richtig. Elke ist da 1,8 Sekunden hinter Hachi Pu auf P9 aktuell. Der Hachi Pu und jetzt wahrscheinlich mit Knallgas unterwegs in Richtung dem Bernd hier auf P8. Lass mich mal ganz kurz gucken, was macht der Chris auf der 3? 7,5 Sekunden hinter dem Aston Martin aktuell. Also da ist jetzt im ersten Moment keine 18er Zeit mehr möglich hier. Wahrscheinlich seitens von Chris aus. Boah, Aston Martin. 2,18,184 im letzten Umlauf. Neue Topzeit. Puh. Kratzt er noch an der 17er Zeit? Fragezeichen. Nixig an die Box gefahren. Ja, muss nochmal. Auch das hier in der vorletzten Runde. Muss der nochmal ranfahren. Schade. Das kostet natürlich Zeit, ne? Also für die Gesamtzeit nicht wirklich Topi, aber gut. Ja, aber wahrscheinlich weniger schlecht, als wenn es mit einem 80er um den Kurs zuckelst. Ja, ja, klar. Ja, jetzt hat sich alles so relativ beruhigt, wobei der Thomas jetzt 4 Zehntel verloren hat. An Distanz auf dem Cortez. 1,5, 1,6 Sekunden nur noch. Jawohl, ist vollkommen richtig. Jetzt haben wir 1,8. Was ist denn jetzt? Was denn? Das wird ein Zehntel mehr. Ja, das. Ja, das ist nichts halbes, nichts ganz. Die geben sich gerade irgendwie gar nichts zueinander. Abstand bleibt da im ersten Moment konstant. 1,7 jetzt wieder. Was macht der Markus auf der 6? Markus kann da komplett sein eigenes Rennen fahren aktuell. Hat keinen Stress. 3,5 Sekunden Vorsprung auf den Bernd auf der 7. Position. Hachi auf der Position 8. Hachi auf der Brücke, lol. Vollkommen richtig. Justamente genau das gleiche Thema in Grün. Ist gerade auf der Brücke. Golfmaß auf der 9. Knappe Sekunde hinten dran ist Nixig. Der jetzt da aus der Box rauskam im letzten Umlauf. Auf P10. Und wird wahrscheinlich jetzt gleich hier nochmal mit der Elke um Position 9 fighten. Weil ist da im ersten Moment doch schneller unterwegs. Also ich glaube, von der 2.17er Zeit können wir uns heute verabschieden. Meinst du? Ja, letzte Zeit vom Aston Martin 2.19.1.95, also eine Sekunde langsamer als seine schnellste. Eine Runde hat er noch Zeit. Ne? Und er hat jetzt so eine Zeitstrafe am Dach. Okay. So, Nixig jetzt gleich. Nein. Steckt nochmal zurück. Naja, das wird auch knapp eine Zeit unter 50 Minuten. Davon gehe ich im ersten Moment aus, ja. Für den Bidi Basco, wir sind ungefähr beim Kriegel. Sprich, eine Minute noch zu gehen. 49,40 herum. Schätzen wir tief die Zielzeit. Fragezeichen, schafft es auch der Aston Martin unter 50? Ja, ja, ja. Es wird, wenn, wird es nicht deutlich. Nee, es wird eine verdammt enge Kiste, um es auf Deutsch zu sagen, da gebe ich dir recht. Ja, ich würde gerne unseren österreichischen Ausdruck nennen, aber es ist nicht jugendfrei. So, wir sind kurz vorm Pfiff und dann sind wir auch schon wieder durch. Alter Falter, das ist ja halt wieder zügig gegangen. 49,40, ja, das wird knapp. Cortez hat nochmal aufgeholt hier. Auf den Thomas, 0,9 Sekunden da, roundabout. Nur noch, weil er da die 92,077 gefahren ist. Aber wir bleiben jetzt auf Bidi Pasco drauf und auf Aston Martin. Für den Bidi Pasco wird es knappig, aber knapp unter 50.
Ja. Aha, im letzten Umlauf. Neue Rekordzeit. Im letzten. Also, yep. Pidi Pascu gewinnt das ganze Thema hier vor seinem Teamkollegen, vor Aston Martin. Insofern Gratulation da an das Team Aston Martin Pink, genau. ABC Master Pink, da zum Sieg hier am heutigen Abend. Chris wird Dritter, auch hier Gratulation zum Podium, Platz 3 an den Chris. Thomas Vierter, Cortes Fünfter, guck mal hier mit 0,6 Sekunden Abstand zueinander. Gratulation auch an hier, an dieser Stelle, an die Jungs. Markus, Sechster, ebenfalls Gratulation. Tolles Rennen gefahren. Pfotentier hier, alias Bernd, Siebter. Gleiches Thema in Grün. Genau, letzte Runde auch nochmal. Persönliche Bestzeit, 220,052. Hachipu auf P8. Kommt er hier ins Ziel? Sehr gut. Nixig wird Neunter. Nö, Nixig wird doch Neunter. Vollkommen richtig. Ja, 9. Da ist die Elke vorbeigefahren. Das sah gerade etwas komisch aus. Elke ist auf P10 ins Ziel gekommen. Gruftmolch hat noch einen Moment zu gehen. Genauso wie Dirty Old Kevin. Aber hier die Kollegen sollten P11 und P12 dann nach Hause final für sich einfahren können. Genau. Aber wenn du möchtest, mach bitte auf jeden Fall noch dann ganz kurz das Bild hier vom Rennergebnis und häng das dann gleich mal rein in die Gruppe, weil wenn ich das wieder mache, dann sind meine ganzen 5000 Overlays wieder im Weg. Dann muss ich wieder rechnen. Muss die Party gleich noch aufmachen. Gruftmolch P11. Gratulation, Dirty Old Kevin wird 12. War das hell. So, Siegerinterview machen wir noch gleich. Rennergebnis blende ich euch kurz ein, wenn ich hier ganz kurz mal die Party aufgemacht habe. Ne, die Party ist offen, oder? Bin ich jetzt doof? Die Party ist doch... Nein, die Party ist zu. So, jetzt ist die Party offen. Das heißt, du darfst gerne schalten und walten. Dann laden wir ein. Pidi Pascu, Aston Martin und den... Den Chris. Ja, genau. Gesundheit. Genau. So, Rennergebnis nochmal eingeblendet für euch hier da draußen. Ey, exaktamente 50 Minuten, Pidi Pascu. Exakt 50 Minuten, 049. Wahnsinn, oder? Ja, schönen guten Abend. Na, Abend, Chris. Grüßt euch. Warten wir noch kurz auf die Teilen. Okay, wunderbar, sehr gut. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Also, Pidi Pascu gewinnt das ganze Thema hier vor Aston Martin, vor dem Chris hier. 1, 2 und 3, Thomas auf 4, Cortes auf 5, Markus auf 6, Pfotentier auf 7, Hachipu auf 8, Nixig auf 9, Golfmaus auf 10, Gruftmolch auf 11, Dirty Old Kevin auf der Position 12. Aston Martin, servus. Pidi Pascu, schön, dass ihr da seid. Geiles Moin. Thema. Männers, eure Stimmen sind auf Teilen gestellt. Jo, ich schau nochmal. Wunderbar. Ja, natürlich. Perfekt. Ja, dann erstmal von unserer Seite aus Gratulation hier zum Sieg, ABC Master Pink. Ja, schöne ja. Teamvorstellung wieder präsentiert. Also der Abend hat sich definitiv wieder gelohnt, allein und deswegen, weil wir euch hier sehen konnten, wie ihr formationsflugartig über die Strecke gedübelt seid, definitiv. Und dann, erzählt doch mal ein bisschen, wie war es für euch gewesen, Pidi Pascu, du machst den Anfang, hätte ich gesagt. Und wie war es mit der Taktik? Ist das Thema aufgegangen? War es anders? Ist es anders gekommen, wie eigentlich gedacht? Wart ihr in der Party gewesen? Habt ihr miteinander diskutiert? Habt ihr irgendwas drehen müssen? Oder war es einfach so, ihr seid in die Lobby gekommen, habt gesagt, das Ding rocken wir und genauso ist es passiert? Also zur Taktik, eigentlich sollte der Aston Martin vorfahren, weil er im Training die bessere Pace hatte. Aber im Rennen hier waren wir auf einmal absolut gleich. Und dann haben wir
Wir waren auch in der Party, aber wir waren beide stumm. Und dann haben wir halt Okay. stumm miteinander kommuniziert, dass dann einfach einer vorwegfährt, der schneller ist. Und Weltklasse. dann haben wir mit Blinker angezeigt, wenn der andere überholen sollte, und dann war gut. Ihr habt euch gemutet. Ja. Ehrlich? Geil. Auch Ja. nicht schlecht, okay. Das hört man auch nicht jeden Tag. Also könnte ich persönlich hätte ich es glaube ich nicht malen können. Aber es ist vollkommen richtig. Man kann mit Blinker natürlich auch kommunizieren. Aber deine Aussage eben gerade mit stumm und kommunizieren fand ich genial. Muss ich mir abspeichern gedanklich. Hat auf jeden Fall gepasst. Okay. Aston Martin, wie war es bei dir gewesen? Ja, also eigentlich auch ziemlich gut. Die Pace war dann doch im Vergleich zum Training nochmal wesentlich schneller. Das hat uns sehr gefreut. Ich Okay. selber hatte während dem Rennen allerdings einen Blackout. Ich habe irgendwie das mit dem Tank komplett irgendwie verwechselt und wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Okay. Und dann war es auch so, bei dieser Brücke gibt es ja die erste Anbremskurve, diese Rechtskurve. Ja. Und die konnte ich gefühlt 5 Runden gar nicht mehr anbremsen. Also ich wusste nicht mehr den Bremspunkt. Und zweimal habe ich auch komplett den Bremspunkt verpasst, sodass ich 2 Sekunden Abstand auf Pede Pascual hatte. Aber ich glaube, im Nachhinein war das dann auch Glück für uns beide, weil so hatten wir uns zum ersten Mal eigentlich nicht mehr voreinander oder hintereinander direkt und konnten beide versetzt richtig pushen. Und ich glaube, da haben wir im Vergleich, wären wir zusammengeblieben, doch noch ein paar Zehntel rauspushen können. Also am Ende war es ein Fehler, aber ich glaube, mit ja, besseren Schluss als ohne. Okay. Gut, in Summe sind es 2,8 Sekunden gewesen, aufgerundet, ja, die euch da, ich sag mal, die euch trennen, ja, von der Gesamtzeit her gesehen. Aber unterm Strich diese 2,8 Sekunden, ich glaube nicht, dass die den Bock fett machen sollten. Was ich euch sa sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ihr leider Gottes nicht die 49 Minuten Gesamtzeit schaffen konntet, wie wir es eigentlich uns erhofft hatten. Aber es ist eine Punktlandung gewesen von Pidi Pasco. Du bist genau bei 50 Minuten, 049 Sekunden. Ja, also das ist brettig vor dem Herrn. Und bei Aston Martin war es die 50 Minuten 2,821 Sekunden. Also absolut, das ist ein Wimpernschlag, ja, auf die Gesamtzeit gesehen. Deswegen, wir drücken euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Jetzt haben wir noch den Chris am Start. Chris, wie war es bei dir gewesen? Erzähl uns mal ein bisschen emotional von deiner Seite aus. Wie war es für dich am heutigen Abend? Also Training lief nicht ganz so gut. Da habe ich dann heute schon gedacht, okay, mal gucken, wo ich rauskomme. Aber im Rennen lief es dann doch irgendwie besser. Konnte dann auch so halbwegs vorne mitfahren. Hatte dann zwischendurch auf einmal einen, keine Ahnung, von hinten weiter vorne. Mit denen habe ich so zu tun gehabt. Aber ja, ich war überrascht, dass ich doch so weit vorne gelandet bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es im Training halt nicht so gut lief. Okay. Ja. In der Party hatte ich noch den Hachipu, der war eigentlich die ganze Zeit ruhig, und die Golfmaus und den Bernd. Ja. Aber zum Schluss haben sie so ein bisschen angefangen zu quatschen. Das hat mich so ein bisschen leicht aus dem Konzept gebracht, aber ich, naja, hat gepasst soweit. Auch das gehört dazu, habe ich mir sagen lassen. Wobei der Ja. Fokus natürlich absolut der Mittelpunkt sein muss, ne? Definitiv. Also kennen wir alle selber. Einmal draußen aus dem Eimer. Vergiss es, du brauchst Ja. ewig und 3 Tage gefühlter Natur, bis du da wieder zurück bist. Gebe ich euch vollkommen Ja. recht. Ja, nochmal Gratulation an euch drei da zum Podium hier, respektive zum Sieg am heutigen Abend. Letzte Abschlussfrage noch final dann. Wie sieht's aus bei euch mit Q4? Seid ihr einfach nur aus obligatorischen Gründen dabei, weil ihr sagt, es macht euch Spaß? Oder sagt ihr nein, weil ihr wisst ja, es gibt ja diese eine klassische Streichergebniswoche. Ich glaube, ihr seid alle die Q3 von Q1 ab mitgefahren schon. Richtig, ja. Ja. Ja, aber ABC Master Pink ist da, um zu gewinnen. Sehr gut, das ist die richtige Jawohl, das ist Einstellung. eine Wir Ansage. fahren auch mit, auf jeden Fall. Sehr Wir geil, dann müssen. freuen wir uns natürlich ganz doll auf euch. Und dann ja, dürfen wir uns auch schon mal wieder verabschieden von euch. Danke, dass ihr noch reingeschneit seid hier zu uns in die Party. Danke für eure Statements, für eure Einsicht, euren Einblick, den ihr uns gewährt habt. Und dann macht's auf jeden Fall besser. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Jo, Stream. Bis zum nächsten Mal. danke. Ciao. Gerne. Auch von mir Ciao. Glückwünsche. Schönen Abend. Danke. Ciao. So, okay. Jochen, dann bleibt uns eigentlich nur noch eines zu tun. Rennergebnis haben wir jetzt lange genug eingeblendet gehabt. War wieder ein sehr, sehr
phänomenaler Abend, definitiv. Also ich habe wieder einen heiden Spaß gehabt. Ich bin auch ehrlich gesagt etwas nass geschwitzt, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen an die Zuschauer da draußen. Danke fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Insofern von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal, respektive natürlich am morgigen Abend wieder. Dann geht's weiter. Freitagabend heißt es wieder Ticket to Hell, Quali-Woche Nummer 3. Es startet die nächste Session, wieder so um circa 20.20 Uhr. Morgen Abend dann allerdings nicht mit dem Joyce als Co-Moderator, sondern mit dem Kollegen Paul. Aber auch das kriegen wir definitiv gewuppt und ich freue mich wieder drauf. Insofern nochmal fettes, fettes Merci, Jochen. Wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag dann wieder. Und dann. So ist es. Ja, hast du noch die letzten Worte und dann haben wir es auch schon geschafft. Ja, danke an die Fans da draußen, die uns im Chat begleitet haben und uns unterstützt haben. Schaltet morgen wieder ein. Nicht vergessen, 2020 geht der Bloody Rain auf Twitch los. Sollte euch das Material nicht reichen, schaut auch bei mir am Kanal vorbei und viel Spaß für morgen und wir sehen uns Samstag. Jawohl, macht's gut, bis dahin, danke und tschüss.